Herzlich willkommen in der Beethoven-Musikschule Mödling, welche 1936 im Andenken an die Sommeraufenthalte Beethovens von 1818 bis 1820 hier in Mödling gegründet wurde. Wir sind eine Privatschule der Stadtgemeinde Mödling und befinden uns in einem Gebäudekomplex gemeinsam mit der Volksschule und dem Hort direkt am Parkplatz Babenberger Gasse. Außerdem betreiben wir Filialen in Guntramsdorf und in Münchendorf. Ein bestens ausgebildetes und hochmotiviertes Lehrkräfteteam betreut 1300 Schülerinnen und Schüler, wobei das Budget von knapp 2 Millionen Euro zu jedem Drittel vom Land Niederösterreich, von den drei Gemeinden und vom Schulgeld getragen wird. Außerordentlich günstige Tarife sollen allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen den Zugang zum aktiven Musizieren ermöglichen. In unserem wunderschönen Festsaal finden diverse Konzerte und Klassenabende sowie die Proben unserer Ensembles und Orchester statt. Wollen wir doch das gemeinsame Musizieren und das Finden von neuen sozialen Kontakten in den Vordergrund rücken. Musikschulen tragen heutzutage über das Vermitteln von künstlerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten hinausgehend zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung bei. Ist doch Musik jene Sprache, die ohne Umwege die Seele erreicht. Ja, und im Sommer, da geht es dann hinaus auf die Open-Air-Bühne in den Schulgarten. Natürlich haben wir auch Konzerte in den Filialen, wie zum Beispiel hier in Münchendorf oder hier in Guntramsdorf, wo wir das Musikheim nützen dürfen. Außerdem sind wir gern gesehene Gäste im Pflegeheim oder in den örtlichen Kirchen, wo wir zum Beispiel unsere Musical-Aufführungen abhalten. Die Popularmusikschüler gehen in die Red Box, wo alljährlich die Night of Groove stattfindet. Mit den Orchestern gehen wir in den Rotkreuzsaal oder in den Arbeiterkammersaal. Und wenn es dann noch größer wird, finden die Konzerte Open Air statt, wie hier zum Beispiel ein Konzert der Streetband vor dem Rathaus in Mödling oder unser großer Flashmob zum 80-jährigen Jubiläum der Musikschule. Stolz sind wir auf einige Preisträgerinnen beim Wettbewerb Prima La Musica sowie auf Absolventinnen und Absolventen, die nun an der Musikuniversität oder an Konservatorien studieren. Jetzt hören wir einmal hinein in den Unterricht, zum Beispiel zu den Allerkleinsten in den Musikgarten. Auf den Berg hinauf, hinunter ins Tal, links vorne. In der musikalischen Früherziehung erkunden wir spielerisch und ganzheitlich die Welt der Musik. Inhalte sind zum Beispiel Singen, Tanzen, auf Instrumente spielen, musikalische Grundbegriffe, Musik hören und malen. Im zweiten Jahrgang gibt es optional die Möglichkeit, sich einen instrumentalen Schwerpunkt zu wählen, wie die Saitenflöhe, das Instrumentenkarussell, die Geigenkids oder die Flötenkids. Wir sind nun zu Gast beim kreativen Kindertanz. Und jetzt bei Aufwärmübungen in der Orchesterprobe. Folgen Sie uns nun zu den Streichinstrumente, zur Geige, zur Bratsche, zum Cello und zum Kontrabass bzw. zum E-Bass. Sie sehen, auch Erwachsene sind herzlich in der Musikschule willkommen. Selbstverständlich wird auch Gitarre unterrichtet, für die ganz Kleinen auf einer Kindergitarre, auf einer sogenannten Viertelgitarre, später dann auf der traditionellen klassischen Gitarre und für die, die wollen, auch mal im Online-Unterricht, nicht nur zur Corona-Zeiten. Ein traditionell zu Recht stark frequentiertes Instrument ist das Klavier.
welches wir heutzutage mit Keyboard und E-Piano ergänzen. A1 mit dem Daumen und jetzt Staccato. Für Interessenten an der Kirchenorgel steht ein eigenes Zimmer mit einer Übungsorgel zur Verfügung. Sehr beliebt bei vielen Anfängern, aber auch bei Wettbewerbsschülern, das sieht man immer wieder, ist die Blockflöte. Zu den Holzblasinstrumenten zählen weiters die Klarinette, und das Saxophon, wo wir, wie schon gesagt, auch gerne mal Erwachsene aufnehmen. Genießen Sie den wunderschönen Klang der Querflöte. Übrigens unterrichten wir auch die zu den Doppelrohrblattinstrumenten zählenden Mangelinstrumente, Oboe und Fagott. Und auch hier bei den Blechblasinstrumenten zum Beispiel das Horn, die Posaune, das Tenorhorn oder die Trompete. Neben unseren diversen Vokalensembles und Chören, an denen man ab dem Volksschulalter auch gratis teilnehmen kann, wird Gesang auch im Einzelunterricht angeboten. Im Bereich Volksmusik bieten wir zum Beispiel das Akkordeon, die steirische Harmonika oder die Zither an. In den letzten Jahren neu ins Programm gekommen sind die Fächer der Popularmusik wie Digital Music Production, E-Gitarre mit E-Bass oder Gitarre-Liedbegleitung. Oder last but not least, das Schlagzeug sowohl im Einzel- als auch im Gruppenunterricht. Informationen zum Angebot erhalten Sie unter www.moedling.at.